Ein Sieg nach gut 10 Minuten Extremsport. Zum 4. Mal in Folge hat der Deutsche Thomas Dold das Rennen auf das Empire State Building gewonnen. Ein hart erarbeiteter Sieg für den 24-jährigen Studenten. Die Konkurrenz wird jedes Mal besser. Wenn ich für das Empire State Building trainiere, dann habe ich einiges zu tun, nicht nur in Treppenhäusern. Ich trainiere stundenlang auf ebenem Boden im Schwarzwald, wo ich wohne. Manchmal drehe ich mich auch um und laufe rückwärts. Das macht wirklich Spaß. Hinter dem Spaß stecken hier 1576 Stufen, 86 anstrengende Stockwerke. Das Empire State Building wurde 1933 im Film von King Kong gestürmt. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center ist es wieder das höchste Gebäude von New York. Hier hinauf zu rennen ist für alle Teilnehmer ein echtes Abenteuer. Man steckt sich selbst eine Art Ziel und sieht, wie weit man an die Grenzen seines Körpers gehen kann. Bei den Frauen kann die Australierin Susie Walsham ihren Titel ebenfalls verteidigen. Den erhofften grandiosen Ausblick auf Manhattan bekommt sie aber nicht, wegen des Schneetreibens.